So, auf vielfachem Wunsch jetzt einmal hier ein kleines, ich sag mal, Replay-Video davon, wie ich ein bisschen Tetris pounce. Und ja, wie man sehen kann, 9999 Lines, Level 15. Zeit ist auch über 1000 Minuten, also die bleibt dann halt stehen und ja, die Punkte laufen noch weiter. Ich hoffe, dass es bei 99 Millionen aufhört, weil ich habe langsam wirklich keinen Bock mehr. Aber ja, ich mache einfach mal weiter, wo ich gerade bin. Und ja, Kommentar muss ich leider verzichten, fürchte ich, weil ich muss mich doch ein bisschen konzentrieren hier bei dem Spiel. Weil, wie man sehen kann, ist es doch relativ schnell jetzt. Also, naja, eigentlich ja Level 15 Standard halt, ne? Es wird dann einfach nicht mehr schneller und deswegen, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann bleibt es einfach auf der Geschwindigkeit und ja. Ich habe mich dran gewöhnt und deswegen kann ich jetzt seit bald 30 Stunden hier diese Scheiße weitermachen. Ach so, für alle, die es nicht wissen, es ist übrigens Tetris für den 3DS. Es ist jetzt seit circa einem Monat draußen und ja, in etwa so lange spiele ich hier auch schon dran. Also, wie gesagt, fast 30 Stunden jetzt und ja, in na gut, fast 30 Tagen. Also, ich war nicht sehr fleißig. Ich schätze auch, es hat schon jemand den Maximalscore geschafft. Und ja, ich kann es leider nicht nachgucken, weil das Spiel ist wieder so toll gemacht, dass man es nur im Spiel nachgucken kann. Man kann halt nicht auf irgendeine Internetseite gehen und da nachschauen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass jetzt bald Schluss ist hier, damit ich dann auch wenigstens weiß, ob ich Erster bin oder was auch immer. Weil, ja, damit ich es weiß, so. Oh, jetzt habe ich mich natürlich leicht verbaut, das heißt, es ist Zeit für einmal kurz Serious Time. Ich muss mich tatsächlich aufs Spiel konzentrieren, das läuft nicht alles. Also, mein Gehirn ist jetzt nicht mehr auf Autopilot, so wie sonst, wenn ich Tetris spiele. Es ist, ja, ich muss mich tatsächlich darauf konzentrieren, was ich tue. Deswegen, soll ich jetzt vielleicht auch aufhören zu kommentieren. Ja, so. Geschafft. Das war jetzt ja eh so krass. Es gab auch Situationen, da habe ich dann, weiß ich nicht, bestimmt 10, 20 Steine oben innerhalb der obersten drei Reihen verbaut. Das ist, da kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen und so.
Aber pff, sonst ist, wie gesagt, hier ist mehr oder weniger auf Autopilot. Und das heißt, ich denke auch gar nicht mehr großartig drüber nach, was ich hier überhaupt mache. Es funktioniert einfach. Und es ist ja, ich weiß nicht, also ich kann zwar nicht stricken, aber ich glaube, ich stelle es mir ein bisschen so vor, als würde man stricken. Also weiß ich nicht, also wenn ich meine Mutter so stricken sehe, die kann sich ja auch dabei unterhalten, guckt überhaupt nicht hin dabei und ja, so ungefähr kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Deswegen, es ist nicht wirklich schwer, wenn man es einmal kann. Achso, was das Spiel auch noch relativ einfach macht, ist, wie man sehen kann, man kann die Teile relativ oft drehen. Ich glaube 15 Mal, und dadurch kann man sich natürlich auch noch ein bisschen Zeit verschaffen, wenn die einmal unten sind. Dass man, wenn man nicht direkt weiß, wo die hin sollen, dass man dann trotzdem noch ein bisschen Bedenkzeit hat. Und ja, wie mittlerweile im Tetris Standard gibt es hier auch wieder Hold, wie man sich dann auch nochmal eine Sekunde oder so dazu gewinnen kann, aber ja, normalerweise braucht man es halt wirklich nur, um sich eben den passenden Stein rauszusuchen, den man braucht. Und nicht, um damit irgendwie Zeit zu schinden, weil man nicht weiß, welchen Stein man wohin packen soll. Und ja, sonst grundsätzlich ist der Trick einfach immer perfekt bauen, haha. Und ja, dann einfach passieren lassen. Ja, dann beende ich das Video jetzt auch, weil eigentlich will es ja doch keiner sehen.